Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen zu ganz viel Leidenschaft und zu Try Hard. Denn heute sind wir auf Ledorsch, der Account wird vermutlich bald umgenannt werden. Einfach um nochmal für die neue Season ein bisschen mehr Verfluchigkeit rauszunehmen. Aber auf diesem Account wird natürlich heute mal wieder getryhardet. Und das Tryhard beinhaltet, dass wir uns Mühe geben, gut zu spielen und vor allem gute Wards zu platzieren und einen guten Vision Score zu erhalten. Das heißt, ein Vision Score von 30, den treibe ich an. Den treibe ich an und den strebe ich an. Jetzt sagt ihr natürlich, Tommy, 30er Vision Score, das ist ja voll wenig. Ich mach immer voll. Nein, du machst einen 3er Vision Score, ja? Also erstmal mit Supportern vergleichen wir uns nicht, weil die sind eh raus. Und ihr auf den anderen Lanes, ihr habt einen Vision Score von 3. Ja? 3. Ich hab 30. Ihr habt 3. Also. Gut, wir spielen gegen Six. Das Matchup ist fein. Wir haben Senna. Wir haben verloren. Senna ist allerdings immerhin Supporter. Das ist nicht ganz so wild. Allerdings. Okay, nee, sie ist doch AD Carry. Oh, wir haben verloren. Ja, shit. Oh, Mann. Nee, ey. Nicht gesehen. Ey, hast du Senna, hast du verloren. Ja, gut. Lass uns vielleicht, wenn wir... Okay, das heißt, also wir müssen gute Wards platzieren, wir wollen Control-Wards kaufen, wir wollen gut spielen, wir wollen gut last-hitten, wir wollen gut roam, wir wollen wenig Fehler machen und viele Ults treffen. Also, Six hat natürlich sehr, sehr viel Poke, das ist sehr eklig für Fizz. An sich ist Fizz gut gegen Six, würde ich behaupten, aber er hat eine Barrier und das macht das Ganze schon wieder sehr eklig. Wir pushen sehr hart rein, denn je härter wir pushen, umso weniger kann Six uns und poken, wie wir sehen. Ja, wir sehen es. Naja, also... Im Early Game ist Six immer mega ekelhaft. Ja, beziehungsweise sagen wir, Fizz ist mega ekelhaft. Alle machen einem unglaublich viel Damage. Deswegen habe ich auch einen Flaspot dabei und... Ja, Leute, es ist halt so, wie es ist. Und seine Outtakes machen natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Schaden. Deswegen machen wir jetzt auch nochmal einen Punkt in die E rein. Wir haben auch wieder Press the Attack dabei. Hier hinten ist wieder was los. Ich bin natürlich der schnelle Tobi. Ich wäre unterwegs. Hätte auch Lust. Ich würde darüber flashen, falls er nach unten läuft. Tut er leider nicht. Aber ich wäre potenziell. Ich wäre potenziell, Leute, sage ich euch. Ja, also, Leute, was geht hier ab oder geht hier gar nicht ab? Ne. Ja, jetzt kostet mich das natürlich 3 Milliarden Jahre Zeit. Das gefällt mir ja nicht. So, wir platzieren mal. Ich wäre aber immer noch da, Leute. Ich bin da, komm. Ich bin da. Ich bin da, Leute. Komm, wir holen hier alles oder nichts. Alles oder nichts. Komm schon, ich hab noch einen Ignite. Ja, töte ihn. Ja, das ist okay für mich. Na, dann, das ist okay. Das ist okay. Und wir kriegen jetzt ganz viele Minions. Das ist eine Win-Fine-Win-Situation für mich. Ne, außerdem ist es wichtig, dass ich für meine Mates da bin. Ja, das ist das Allerwichtigste. Sei da für deinen Mate. Ne? Scheiß auf die 3 Minions. Die 4, die 5, die 6. Ne, wichtig ist, wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Zack. Oh, das hat nicht gereicht. Das ist räudig. Und er macht hier einen Gank. Das ist schön. Wir müssen jetzt hier einen Slow auf ihn draufbringen. Das ist natürlich doof, weil da wieder viele Minions stehen. Okay. Das ist aber guter Schaden. Das ist guter Schaden. Ich schreibe da jetzt auch Thanks, weil das hat mir geholfen tatsächlich. Thanks. Naja, ich habe zwar keinen Kill bekommen, aber er hat einen Kill bekommen und er hat mir jetzt ein bisschen geholfen, ihn Damage zu machen und so weiter und die Kontrolle über die Lane zu bekommen. Ne? Das ist auch mal wichtig. Es geht nicht nur darum, den Gegner mal zu töten, sondern... Hab, Auto-Attack, hab, hab. Schöner Damage. Schöner... Au. Okay, er hat Barrier. Das ist nicht ganz so ultra wild, aber wir müssen, glaube ich, gleich... Also, er kann nicht irgendwie Flash, Ignite oder sowas machen. Aber ich denke, wir gehen jetzt shoppen. Wir gehen jetzt shoppen, denn sonst sterben wir. Das Problem, das große Problem, was wir jetzt haben, ist folgendes, dass er vielleicht mich noch abbringen will. Ja. Oh, hätte nicht mal geklappt. Das große Problem, was wir haben, ist, dass ich gerne einen Control-Ward kaufen würde. Wir haben aber genau das Geld für einen Daxil und Schuhe. Und Schuhe sind verdammt wichtig in dem Matchup, Leute. Daxil ist gar nicht mehr so gut eigentlich, weil Daxil erhöht nicht mehr die Power von Pots. Die Power-Pot-Power ist nicht mehr da. Na? Deswegen bin ich aktuell eher ein Freund von Dorans Ring. Aber... Ja, es ist halt wie das, ne? Es ist wie das. Eigentlich hat das Ding jetzt halt weniger... Eigentlich ist es jetzt komplett Garbage, oder nicht? Aber hat ein bisschen mehr AP, ein bisschen mehr Leben. Beziehungsweise überhaupt Leben. Aber ist okay. Na, dann kaufen wir uns gleich noch ein Pink Ward. Das ist auch in Ordnung. So, wir versuchen mal schnell reinzupushen, weil er ist gerade shoppen. Beziehungsweise er ist schon wieder da. Nevermind. Er hat sogar einen Magiemantel gekauft, Leute. Okay, das heißt, lasst uns so klug sein, wie wir können. Wir werden versuchen, ihn wenig zu fighten, sondern einfach zu roamen. Toplane Roam, Botlane Roam. Wir haben leider keinen Tank und die haben Maokai, was sehr eklig ist. So, wir platzieren unser erstes Ward. Platzieren wir mal da in den Busch. Vision Score haben wir aktuell noch 0, aber wir arbeiten jetzt dran. Ja, ihn zu trainen. Wie gesagt, er hat einen Magiemantel. Giga früher Magiemantel. Das ist schon maximal eklig. Ja, wir werden schon mal ein bisschen poken. Schon mal ein bisschen Damage abchecken.
Und jetzt die Kanone baut dort schon. Ja, okay. Ist okay. Minion-Vorteil hatte auch noch. Ist eklig. Wir haben auch schon alle Pots wieder raus. Ja. Es ist nicht schön. Vor allem, dass er noch Barrier oben drauf hat. Das kommt noch on top. Ist aber gar nicht zu schlecht, aber das reicht nicht. Aber ich war ein bisschen... Er hat auch immer noch Barrier, Leute. Müssen wir immer noch rückziehen. Oder hatte die... Nee, Barrier ist immer ready, Leute. Ich habe keine Ahnung, ob er das wieder ready hat. Wir müssen einfach davon ausgehen, ob er das noch ready hat. Einfach. Ja, we have to... Geh von aus, that it is still ready. Das heißt, wir müssen hier maximal defensiv sein. Ich will hier nicht sterben. Item geben wir natürlich Protobelt, logischerweise. Minions hat er ein paar mehr. Boah, Six ist aber auch Six. Leute, er spielt Full Tank Six. Er hat einen Durans Ring, der gibt Leben. Er hat einen Magiemantel und er hat Barrier. Aber das ist auch genau der richtige Weg, wie man das macht. Muss man ihm loben, Leute. Ne, weil, wenn Fizz den Gegner nicht töten kann, dann scaled Fizz nicht so gut. Das ist genau der Weg. Jetzt pusht er das hier nochmal durch. Komm, ach, das hat noch gereicht. So, gut. Minions-mäßig sind wir okayisch aufgestellt. Ja, es ist okay. Ich würde sagen, dadurch, dass er die Bombe geworfen hat, bedeutet, er will jetzt shoppen gehen und ich werde jetzt reinpushen. Er hilft mir ein bisschen. Das ist, glaube ich, nett, solange er mir keine Minions nimmt. Macht er nicht, er ist ein Ehrengraves. Er ist ein absoluter Ehrengraves. Sehr gut. Schreiben wir auch ein Thanks natürlich. So, wir gehen shoppen. Toughes Matchup, Leute. Toughes Matchup. Wir gehen... Jetzt ist die großartige Frage. Ne, ich glaube... Ja, doch, wir machen jetzt Magic Pendschuhe. Ich weiß nicht genau, wie die Rechnung ist, Magic Pendschuhe in Magiemantel zu bauen. Ich glaube, das ist nicht so worth. Aber Schuhe sind gut zum Dodgen und zum Roamen. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht Botlane... Ach, Leute, wer hätte es gedacht, die Botlane mit Senna verliert. 0-3 Seraphine schon. Dass wir vielleicht auf der Botlane ein bisschen helfen. Deswegen habe ich schnelle Schuhe gekauft. Schwierig natürlich, weil ich so richtig nicht aus der Lane rauskomme. Vielleicht bräuchte ich einen Gank von Graves. Oder sowas. Na, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. So, wir werden jetzt... Ich versuche hier nochmal schnell das mitzunehmen. Ah, wirklich nicht bekommen? Really? So, und jetzt gehe ich schnell nach unten. Ich bin schnell auf dem Weg, weil vielleicht überlebt er noch einer und natürlich nicht. Vielleicht sterben wir auf beide. Sieht aus, als okay, hier kommt ein Teleport. Ich bin unterwegs. Ich habe schnelle Schuhe. Ich bin unterwegs. Ich bin der unterwegsende Tobi. Da geht war potenziell noch was. Senna ist schon wieder gestorben. Frage ist natürlich, ob sie ihr Vision haben und Maokai ist immer noch da, ist das Problem. Ich hätte aber Bock. Da habe ich Bock. Da gibt Pike, die geben beide richtig viel Geld. So, den holen wir uns. Und jetzt rausflashen. Ne, kein rausflashen. Ja, ich weiß nicht. Das waren 600 Gold. Graves hätte mir ein bisschen mehr helfen können, aber auch nicht so richtig, weil Maokai schon... Aber Maokai hat sein Zeug auf mich geworfen. Der hätte ja mir vielleicht ein bisschen mehr helfen können, aber ich mache da jetzt keinen Vorwurf, weil... Also, es war schon selbstmörderisch, was ich gemacht habe. Es war aber trotzdem fein. Weil ich 600 Gold bekommen habe. Für mich war es gut. So. 600 Gold, 2 Kills und... Ich meine, das Potenzial war sogar, dass ich noch Pike bekomme. Das war auch noch gegeben. So, guck mal. Ja... Gut, jetzt sind wir auch gar nicht so schlecht dabei. Und jetzt töten wir gleich noch den Pike, müssen wir gleich auch nochmal töten. Der hat doch jetzt das Geld weg, oder? Das müsste gleich, wenn der nochmal sichtbar ist, weg sein, oder nicht? So, wie sieht's aus mit ihm? Vielleicht ist er jetzt auch killbar. Wir haben jetzt guten Damage. Wir haben jetzt mehr Items als er gerade, weil wir haben jetzt nochmal 600 Gold oben drauf gepackt. Wir machen die Minions weg. Und dann machen wir so, so und so. War ein schöner Trade. Na, wahrscheinlich geht er jetzt shoppen, gehe ich von aus. Aber wenn er shoppen geht, oh, Mr. Baummann. Wenn er shoppen geht, dann gehen wir wieder roamen. Das ist der Plan. Das ist der Plan, meine Freunde. Jetzt die E zu benutzen ist ganz dumm, weil da eh gleich nochmal Minions kommen. Deswegen machen wir das nicht. Deswegen machen wir das hier. Die Frage ist natürlich, ich könnte jetzt wieder... Wir müssen schnell durchpushen, damit wir roamen können. Schnell, schnell, schnell. Dann haben wir auch gleich wieder Ultimate. So, und schön nach hinten weglaufen, damit er nicht sieht, wo ich hinlaufe. Das ist auch wichtig. Ich habe natürlich jetzt Warding Vision Score mäßig ein bisschen außer Acht gelassen, bin ich ehrlich, ja. Ist ein bisschen mau. Okay, was ist hier los? Können wir den töten? Potenziell. Das ist nur ein Kane. Scheiße. Vielleicht bleibe ich einfach hier. Oh, really? Really? Leute? Really? Oh, meine Botlane ist halt nicht aktiv. Oh man, den hätte ich echt killen können. Ich hätte mit der Ult warten sollen, bis er rauskommt. Das wäre gut gewesen. Und Botlane schon wieder gestorben. Einfach schon wieder gestorben. Leute, oh, E05, ey, Leute, Leute, und jetzt habe ich halt alles raus, Ignite raus, Flash raus, Pots raus, Ultimate raus und muss wieder in die Mitte mit Six kämpfen. Das ist nicht geil, Leute. Das ist ja nicht geil, du. Bisschen schwierig gerade, Mist, das muss ich mir merken, bei Kane, der war so schwach, ich hätte einfach die Ult warten sollen, bis er, ich meine, okay, vielleicht hätte er sie geflasht, aber dann wäre sein Flash auch schon, ja, weiß ich nicht, ne?
Gut, ich würde sagen, wir müssen... Ich habe eh keinen Mana mehr, deswegen müssen wir jetzt gleich shoppen. Na, deswegen gehen wir jetzt hier durch. Nach Hause. Nach Hause, nach Hause, nach Hause. So, Guti. Guti, 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 Guti. Wir können uns jetzt wenigstens schon mal den Hextech-Generator kaufen. Sehr schön. Protobelt ist natürlich the way to go. Unser way to go, unser Weg des Ninjas. Ich habe halt gerade noch keine Power. Ich komme noch nicht so richtig ins Game rein. Ne, unsere Power ist nicht da. Botlane intet. Richtig hart. Und ja, ich bräuchte... Boah, der ist aber auch wieder, ne? Ich bräuchte einen Gank auf ihn. Das wäre nice. Ein Gank von hinten. Ein schöner Gank von Hinde. Ein schöner Hinde-Gank. Vielleicht können wir... Ich würde ihn jetzt nochmal fighten und gucken, was geht so. Also, ne? Mittlerweile haben wir ein bisschen Power. Mittlerweile würde ich sagen, geht da was. Zack, zack, zack. Schöner Trade. Sehr schöner Trade. Sehr, 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 sehr schöner Trade. Guck mal, so kriegen wir das hin, Leute. Na? Kein Damage bekommen. Ihm viel Damage gemacht. Wahrscheinlich geht er jetzt wieder shoppen, deswegen pushen wir hart durch. Vielleicht pottet er aber auch. Also er hat gerade gepottet, vielleicht bleibt er sogar da. Aber ich würde dann gucken, dass wir gleich vielleicht Botslane gehen. Schnell wieder. Schnell wieder Botslane. Vielleicht sogar jetzt einfach. Na, Botlane ist gleich auch wieder da. Ich bin unterwegs. Da sind sie wieder, die beiden Ludolfs. Jetzt mit Graves zusammen einen schönen Botlane-Compilation-Gang. So, auf geht's, Leute. Pott ist drin. Und los geht's. Das ist Geld. Ich würde für Pike gehen erstmal, weil der deutlich mehr Geld wert ist. Der fliegende Tornado! Das ist meiner, Leute. Das ist meiner. Wow, Geld, Geld, Geld. Das ist Geld, das ist Geld. Klar, du bist Supporter, aber 700 sind 700, Leute. Damit sage ich gar nichts. So, jetzt gehen wir in die Mitte. Schön. Protobelt, wir könnten natürlich jetzt... Nee, ich gehe noch nicht shoppen, weil... Aber wir könnten schon mal einen guten Gürtel kaufen. Einen guten Gürtel. Der GG-gute Gürtel. So, der Tower ist potenziell weg, wenn Graves nicht sofort kommt. Ne, ich glaube, ich kann es vielleicht noch verteidigen. Gerade so eben. Gehen Sie bitte fort. Demoni Forte. Okay, gut. Wie viel kostet der denn, Protobelt? 1,57. Boah, das ist schon viel Geld, du. Ja, mit dem Vision Score, wie gesagt, bisher schwierig. Also 5 ist okay, ist der Durchschnitt so. Aber ich würde ja gerne mehr haben als die anderen Boys. Und Pink Wards auch noch gar nicht. Aber irgendwie ist dieses Game auch so ein bisschen... Ich meine, wofür brauche ich Pink Wards? Weil ich bin nie auf meiner Lane. Klar, Pink Wards sind trotzdem gut vermutlich. Oh, geil. Ich glaube, er gibt die mir sogar und geht weg, oder? Ja, okay, nee, tut er nicht, aber ist trotzdem mega geil. Oder? Ja, oder? Doch, er gibt sie mir. Richtig geil. Naja, er hat aber auch das Geld bekommen. Okay, dann würde ich sagen, versuchen wir noch Protobelt zusammenzusparen. 1,57er. Haben leider nicht mehr zu viel Mana, Mana. Mana, Mana. Das heißt, wir versuchen die einfach mal alle hier so ein bisschen anzuhitten. Ich will... Ja, das ist jetzt ein bisschen gefährlich, da eine E reinzumachen, weil, ja, ne, er dann genau danach ausrastet. Und wir kriegen jetzt die Minions nicht. Minions bitte. Dankeschön. Einmal die Minions bitte. Er kann so viel Schaden machen, wie wir wollen. Wir gehen danach eh shoppen. Ja, also vielleicht nicht so viel, wie er will, aber, ne? Das Problem ist, dass er den Tower hält, den Tower vermutlich jetzt wegmacht. Oh Mann, ohne Witz, ich brauchte ein Mana, hätte ich überlebt, Leute. Ein einziges Mana. Oh Mann, ich wollte doch nur den Protobelt haben. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, Six ist aber auch ehrenlos, ey. Aber ich akzeptiere es. Ich spiele lieber gegen Six als gegen Victor oder diesen ganzen Quatsch. Was hat er da gebaut? Eisenstachelspeitsche? Kacke, der Tower ist weg. Ich glaube, ich warte. Ah, oh, wir haben Geld bekommen. Okay. Das wird er wiederbekommen. Das wird er zurückbekommen, Leute. Bisher hat er auch überhaupt keinen Impact gehabt. Ich habe wenigstens geromped. Ich war richtig auf Bot. Wäre meine Botlane nicht 1,9, dann wäre meine Midlane auch deutlich besser, möchte ich kurz highlighten, ne? 1,9 Botlane ist schon wieder... Leute, wenn ihr Senna habt, geht ihr raus. Ich sag's euch immer wieder, Senna und spielt kein Senna. Senna ist so bad. Vielleicht kann ich da was machen mit Protobelt. Ich habe jetzt ordentlich Power, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, lol. Lol, 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 lol. Lol, 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 schön, schön, schön. Ich habe schon wieder kein... Ach, gerade hat es aber auch so gepasst. Perfekt, ne? Beim nächsten Mal kaufen wir uns ein Pinkwort, Leute. Das ist der Deal. Das ist der Deal. Schön. Jetzt haben wir auch einen Red Buff. Cool. Six ist oben. Six ist oben. Wird man ihn loben? Oder auch nicht. Denn er hat einen Kill gemacht. So. Turmpanzerung ist nicht mehr da. Vielleicht gehen wir direkt für einen Quick Roam Botlane. Wäre das ein Plan? Six hat natürlich jetzt richtig viel Geld bekommen. Ludens hat der Brudi. Na, das schmerzt auf jeden Fall. Ich habe halt keine Ultimate, wenn ich jetzt Botlane ganke. Wenn ich das hier benutze, wir benutzen das jetzt einfach mal. So vielleicht? Weil wissen die Gegner natürlich jetzt, dass ich unten bin. Aber deren Vision ist weg. Ich glaube, ich bleibe einfach hier, weil die werden... Meine Botlane ist so unglaublich schlecht, dass die Gegner wahrscheinlich sofort engagen würden.
Und vielleicht ist bis dann auch die Ultimate ready. Und dann... Also es könnte natürlich sein, es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Vielleicht kommt auch Six auch gerade und die wissen, dass irgendwas hier... Jetzt, Leute, perfekt, perfekt. Guckt, genau, es ist genau das, was ich dachte. Es ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Da kommt Teleport. Hab's gesehen. Hab's gesehen. So, jetzt Press Detect drauf machen, Leute. Das ist der Vorteil, Press Detect. Press Detect ist drauf. Jetzt macht jeder meinem Team mehr Damage. Und jetzt machen wir, pass auf, Leute. Erstmal machen wir den Auto-Track. Und jetzt machen wir den fliegenden Turbo-Tornado. Wow! Ja, okay, ein bisschen, war ein bisschen ballsy. Aber, naja, vielleicht geht da noch was. Ja, Barrier, Leute. Das ist, okay, das war ein bisschen auch ballsy, aber... Okay, let me out. Oh, okay, das war auch, oh, Leute, das war hier geprägt von Ballsigkeit. Oh, und jetzt kommt Pike wieder. Haben wir nicht gerade gekillt erst? Ja. Ja, da, also Definition purer Greed. Vor allem hätten wir berücksichtigen müssen, dass die Gegner A, big fit, big mega fett sind. Und unsere Botlane halt mega giga useless ist. Aber, also da haben wir alle reingeintet. Also ich auf jeden Fall. So, jetzt ist die große Frage, was bauen? Ich würde sagen, wir gehen erstmal Richtung Stundenglas, oder? Und ein Pink Ward, da ist es, endlich, finally. Vision Score 7, naja, es ist okay. Könnte mehr sein, aber so im Durchschnitt, ne? Grace hat ein bisschen mehr, mit dem Roten ist es, glaube ich, sowieso einfacher, Vision zu bauen, abzubauen oder aufzubauen, beziehungsweise den Score zu halten. Gut, ja, also, habe ich gerade über Protobelt benutzt? Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich... Doch, ich habe den hier benutzt, um Pike zu killen. Dann war der wahrscheinlich auf cool. Dann so schnell durchgepusht. Oh, 6, ey, 6! Ja. Schön, wie viel waren das? 600! Woo! 600 Gold auf meinen Nacken. Wir können jetzt Pink Wards placken. So, da ist ein Pike. Pinkwort nicht hier. Hier kommt ein normales rein. Der ist ein bisschen gefährlich gerade, muss ich einfach mal eingestehen. Also da muss ich raus. Da muss ich raus. Ich würde gerne die Melonen essen. Was ist das für ein Drache? Erde. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich meine, okay, Maokai möchte ich nicht, dass er den kriegt, aber... Ja, wir haben die deutlich schlechtere Botlane, also... Sollten wir nicht fighten. Damit meine ich nicht, wir sollten sie blamen, damit meine ich, wir sollten nicht fighten, weil die Gegner gerade stärker sind. Das ist alles, was ich versuche zu kommunizieren. Deswegen gehe ich jetzt hier und nehme den und den. Schön. Ultimate haben wir jetzt auch noch einen Punkt drin, ist auch nicht verkehrt. Müssen natürlich jetzt aufpassen, dass sie nicht gleich alle Bot kommen und mich töten. Glaub aber nicht. Ich bin ja auch ein Fisch. Ein fischiger Fisch. So, wir müssen jetzt das Pinkwort platzieren, weil sonst... Ah, oh, vielleicht kommt... Ja, die machen jetzt Baron Dragon. Vielleicht kann ich... Meint ihr, aber Pike... Der kriegt halt dieses dämliche Schild, der Jin. Ich weiß nicht, ob ich ihn alleine töten kann. Das ist traurig genug, Leute. Ich müsste, aber... Falls er dann nämlich jetzt gleich zu mir läuft. Protobelt! Dieser Fizz ist der beste Fizz. Dieser Fizz ist der beste Fizz. 9-mal Kane, 12-mal Fizz. Da, einmal Jizz. Okay, lassen wir das. Ja, schön. Na. Jordels gonna do the deal. So, schön. Und jetzt haben wir auch Stundenglas in One. Geil. Leute, ich bin einfach Master Assassin. Master Assassin. Klar haben wir das Pinkboard jetzt nicht unbedingt... Wir haben keinen Vision Score dadurch erhalten. Und trotzdem haben wir vielleicht sogar das Game dadurch gewonnen. Vielleicht. Ich würde jetzt hier... weggehen. Also, ne? Die Zahl sagt nicht alles aus. The number is not everything. So, das lassen wir ihr natürlich und ich würde jetzt weggehen. Hoffe, das geht hier oder ist das greedy? So, Protobelt, beziehungsweise Stundenglas in One. Bin aber überlegen, ob wir hier was anderes machen. Ne, wir machen das genauso. Und jetzt kaufen wir... Leute, ich mag das Item. Wir gehen jetzt in kosmischen Antrieb. Ich bin mir nicht sicher, wie gut es auf Fizz wirklich ist. Aber mehr CDR ist mehr CDR. Na, wir haben jetzt 35% kosmischer Antrieb. Vermutlich, jetzt wird ja bald gebufft. Vermutlich wäre sowas wie Rabadons oder Lich Bane besser. Ja, aber wer mehr zaubert, der macht auch mehr. Guck mal hier.
Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ja, Sache am Heulen, ich habe noch Brotbehält. Ich könnte immer noch was machen, Leute. Ich würde mich. Oh, wobei, Leute. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Okay, okay, okay. Gut, 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 gut. Hier oben passiert irgendwas. Der Waldmann, Baummann. Ich könnte darüber. Hab jetzt allerdings mein Stundenglas benutzt. Ja, Barrier. Da, 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 da. Guck mal, wir standen 2-2. Jetzt stehen wir 8-3, Leute. Freunde, Freunde, Freunde. Vor allem mit einer Turbo-Botlane. Habe ich die Botlane einmal geflamed, Leute? Habe ich nicht. Habe ich nicht gemacht, Leute. Könnt ihr euch mal ein Beispiel dran nehmen? So, da hinten ist immer noch der Six mit 3 AP. Ohne Barrier. Ich habe auch bald wieder Ultimate. Allerdings, ich könnte den fallenden Tornado machen. Problem ist, die Chance dabei zu sterben ist sehr hoch, Leute. Okay, das war komplett. Das war richtig dämlich. Ja, aber kann man ja. Oh, Maokai, Maokais Monster. Tötet den Maokai Monstermann. Sehr gut. Maokai Monsterbaum, sorry. Sehr schön. 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 Guck mal, alle mitten. Ne, nicht alle. Graves ist sehr gut. Und Kayle ist auch, wird auch mega strong werden. Ja, Senna, Leute, die tun wir mal weg. Ne? So. Ja, man kann ja auch nicht alles auf Senna blamen. Ist halt Seraphine und Senna. Aber Senna ist halt Senna. So, aber hier ist noch nichts gewonnen, Leute, weil sie wird sterben. So, wir brauchen jetzt, ich glaube, wir verkaufen Daxil. Hat zwar ein paar Stacks, aber mehr CDRs, so sagt man immer. Zack, jetzt haben wir nämlich 40%. Das ist ziemlich cool. Ziemlich sehr cool. Jetzt müssen wir aber wieder ein bisschen smarte Plays machen. Das war gerade nämlich überhaupt nicht smart. Da war ich leider ein bisschen von Griedigkeit getrieben. Das sieht aber sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus, wenn ihr noch weiter chased, vorausgeblitzt. Leider ist der Maokai Monstermann wieder Baum wieder da. Das gefällt mir nicht. Mein Gott, was hier los ist, Leute. Okay. Okay. Ja, 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 so, ja, so, ja, so, ja, so, ja. Ja, nö. Naja. War ein Versuch wert, oder? Minions? Keine Minions? Wie sieht's mit Minions aus? 100. Könnte mehr sein. Dafür stehe ich aber 8-4. Was okay. So, sollen wir. Sollen wir Mann gegen. Ich brauche jetzt. Mein Controller steht aber noch. Wir müssen aber warden. Wir stellen 1 hier hin. Vision Score 9. Ja, Leute. Daran arbeiten wir noch. Es ist ja auch ein Arbeitsziel. Das heißt, wir können jetzt laufend sehen, ne? In den nächsten Spielen werden wir dann sehen, ja, okay. Das hier ist jetzt die Ausgangslage 9. Und im nächsten Spiel sind es dann 15. Und dann 20 und dann 30. Und so kann man sagen, so zerbröselt der Keks. So, ich muss auf jeden Fall Jin catchen. Oder Jin. Habe ich Jin jetzt oder Jin gesagt? Six oder Jin. Warum? Achso, ne, sie ist ja AD Carry. Ich wollte schon sagen, warum farmt sie die ganze Zeit? Oder ist sie AD Carry? Ja, gut, also ich. Er hat gleich Baron. Rabadons, meine ich, hat er da gleich. Der Six, das wird dann ordentlich wehtun. Wurde natürlich ein bisschen genervt. Six. Six. Mann, ne. Ich könnte natürlich Pike ulten, aber der wird dann einfach wegfischen. Das bringt also nur wenig. Was ist das für ein Drache? Wasser. Ich muss wieder geiles Positioning machen, Leute. Wir gehen hier unten rein. Da, ich muss schneller da sein, als Pike da ist. Da können wir direkt von hier unten was machen. Geiles Positioning. DE, Leute. So, die gehen nämlich jetzt alle hier lang. Und wir mogeln uns jetzt von hinten dran. Das Problem ist, das kann sein, dass hier Vision drin ist. Aber wenn das jetzt hier gleich losgeht, jetzt gehen wir nämlich hier schön in den Nacken rein, Leute. Der perfekte Nackensimo. Oh, shit. Das war richtig. Oh, nein. Leute, ich lenke die ab. Ich lenke die Gegner ab. Alle Gegner abgelenkt und wir haben Dragon bekommen. Perfekt. Alles richtig gemacht. Jetzt nur noch zum Team zustoßen oder überleben. Da ist noch Pike, McSmack. Pike, 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 McSmack. Ja, mach dein W. Mach dein W. Mach doch dein W. Mach doch dein W. Mach doch dein W. Oh, hat er gemacht. Nein, 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 nein. Ich bin raus. Ich bin fest. Ich bin raus. Ich bin leider nur am Laufen. Ich bin der Läufer. Geht da noch was? Ich bin dabei. Ich bin nämlich Mr. McLaufenstein. Svesny. Ein schöner Svesny. Nein, ja, nein, nein, ja, 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 oh, shit. Komm, schieß, mach dein. Ja, okay. Machen wir Sacker hier, Leute. Wie sieht's hier unten aus? Auch gut. Ah, oh, Sacramento nochmal. Ja, also, Leute, die Idee, die ich hatte, war gut aus. Also, Idee 10 Punkte. 10. Ausführung, beziehungsweise Planung, 8 Punkte. Hier war Pink Ward, aber ich wusste nicht, ob hier Vision war oder nicht. Durchführung, 1 Punkt. Also, das ging natürlich. Hätte das getroffen, wäre Turbo totales Chaos gewesen. Aber ja. So zerbröselt der Keks. So, Kostenschwantrieb. Ich kriege halt kein Geld mehr, Leute.
Aber das war gut. Das war sehr gut. Wir haben Kills bekommen. Wir haben Drache bekommen. Und wir haben Kills bekommen. So, ich brauche jetzt aber mal Farm, Leute. Ich bin echt burnt. Ich kriege kein Geld mehr. Und kein. Ihr seht das, ich bin Level 12. Let me farm. Ja, Toplane ist auch nichts, Alter. Scheidenkleister. Scheidenkleister. Ich kann nichts farmen. Let me farm top, please. I'm burnt. I'm burnt. Yeah, Leute. Ich brauch, Leute, ich brauch Level. Ich bin total underleveled. Und sonst, wo gibt's nichts mehr? Ich mach sonst keinen Schaden. I need Level 16. Ja, ich brauche Level 13. Traurig genug. Da ist der wieder. Können wir den töten mit Graves zusammen? Bestimmt. Er darf nur nicht. Holt. Ich hab Stundenglas noch. Ne, hab ich nicht. Jetzt hab ich's. Grave, komm an. Jetzt. Okay, go. Go, 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 go. Go, go, go. Oh, er ist irgendwo drin. Protobelt, Protobelt, Protobelt. Schön, 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 schön. Hier passiert noch mehr, oder was? Ping, 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 ping. Das war gutes Geld. Schönes Geld, gutes Geld. Aber es war auch schönes Geld. Ah, pranked. Pranked, molup. Okay, Kosmos-Antrieb ist ready. Jetzt noch ein Lichband hinterher und dann sind wir very geil. Würde ich sagen, oder? Oder lieber? Das ist halt die Frage. Lichband synergiert halt natürlich auch mega geil mit Proto, Kosmos-Antrieb, aber... Leute, ja, ich weiß nicht, ob das Backgehen jetzt die beste Idee war, aber ich bin unterwegs, ich bin schnell. Ich meine, Jin ist auch nicht da, es ist legit 4 gegen 4. Aber Senna ist auch nicht da, shit. Okay, also ich würde sagen, Rabadons Voidstep ist hier das Beste, was wir machen können. Ich bin auch irgendwie nicht so der Ultra-Fan von Lichband mehr. Nicht sterben, nicht sterben! Okay, geht da noch was oder nicht so? Ich müsste auch vielleicht mal das andere Vision-Item kaufen. Kannst du aufhören zu farmen? Dankeschön! Dankeschön. Einmal die Farm zu mir schicken, bitte. Gut. Gut. Was ein Kampf hier, Leute. Fühlt sich schon an wie ein 40-Minuten-Game irgendwie. Naja, noch nicht ganz, aber... Na, so Ende 30. Also ja, Rabadons Void Staff. That is what we do. That is what we do. Vielleicht erst Void... Na, ich weiß nicht. Na, ich weiß nicht. Wir versuchen jetzt schnell durchzupushen, ohne zu sterben. Das wäre sehr gut. Kane ist auch gerade Botlane. Das ist potenziell auch sehr gut. Wir gehen auf jeden Fall für Jin. Safe. Wir werden versuchen, wieder von hinten schön... Oh, ich habe so viel Mana verschwendet. Oh, nice. Pike ist tot. Und jetzt werden wir schön versuchen, von hinten wieder den hinterfischigen Fisch machen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ist auch okay, nehme ich an. Wie ist das jetzt passiert? Aber ist okay. Ist okay. Passt auf, Leute. Protobelt ist broken. Passt auf. Passt auf. Passt noch ein bisschen auf. Ihr müsst doch aufpassen, das ist wichtig, dass ihr aufpasst. Protobelt! Wets nie! Wets! Slack! Web! Web! Sweater Web! Swap! Swap! Sweater Web! Es war okay, es war fein. Ja, ich hab Pike gekillt, Leute. Nicht Pike, Mann! Den Jin! Mann, ich, das mit den Namen, ne? Das war gut, das war okay, das war fein. Ja, das mit der Ult, das muss ich echt üben. Das kommt auf die Bucketlist. Ja, das ist irgendwie... Ich bin leer, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich muss shoppen. Also, ich kann nichts machen. Wir können was... Wir kaufen dann jetzt, glaube ich, erstmal Rabadons. Die haben eh keine Magie-Essenz. Wenig. Rabadons ist aber so freaking fucking teuer. So, gut. Drache kommt bald. Drache, Wache. Wie viel CD haben wir denn? 73. 73. Das sind 40%. 42, genau. Na? Das ist gut. Vor allem bin ich halt mega schnell die ganze Zeit. Permanent im Fight habe ich plus 25 Lauftempo. Das ist schon ziemlich cool. 25 Lauftempo nonstop permanent, Leute. So, gut. Guck mal, jetzt haben wir sogar noch ein bisschen mehr. Und jetzt kriegen wir auch mehr Lauftempo. 27 gibt's jetzt. Ha! Haha! Haha, haha, haha. Wir haben jetzt auch ein bisschen in Level aufgeholt. Ein bisschen. Ein bisschen. So, da in der Mitte ist wieder Pike und Jin. Vielleicht können wir hier was machen. Ich habe wieder das falsche Item. Pass auf, wir tun so, als würden wir nach oben laufen. Und laufen nach oben. Ja, ich muss jetzt hier auch nichts trauen. Ich habe auch gerade Stundenglas-Cooldown. Na. Gut. Da ist wieder Pike. Der wardet gerade. Der geht gerade deep. Auf eine deepe Mission geht der. Da ist er jetzt. Jetzt hab ich ihn. Fuck. War ein Versuch wert, Leute. Hat keinen Cooldown. Frage ist, wo ist er?
Ist er ja schon, wahrscheinlich ist er hier irgendwie über die Wand gesprungen oder so. Mist. Mist. Okay, ist aber cool, ne? 30 Sekunden, Leute. Was sind 30 Sekunden? Versuch was wert. Vision Score 15. Naja. 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 Au, 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 au. Okay, da unten ist Kane. Wieso ist der immer unten? Das ist echt nicht. Mann! Der hat die ganze Zeit von Gemüse angegriffen. Okay, da unten ist Jin offensichtlich. Das bedeutet. Ah, shit, der hat mich gesehen. Okay, ich tue jetzt so, als würde ich nach dahin laufen. Und wir sind jetzt gerade beim Baron. Das heißt, das Wort hier läuft jetzt genau aus. Oder was auch. Das, sind das hier diese Mauke-Dinger? Ja. Und ich schon wieder. Nicht ich. Oh, was? Hä? Wie? Das ist. Ich, hä? Das ist zu mir rübergesprungen. Das ist ja voll broken. Ich glaube, Kane, die sind tilted, Leute. Die flamen sich alle gegenseitig. Okay, ich bin bereit. Mann, dieser Maokai ist immer. Irgendwer ist immer bei Jin. Das nervt. Das nervt. Da ist hier so ein Paket. Der Paketdienst. Dein Team hat eine. Wir machen jetzt den Tower hier weg. Weg mit dem Türm. Weg mit dem Türm. Und jetzt nehmen wir noch den. Zack. So, gut. Die verkaufen wir beide. Die sind nämlich beide nicht gut. Nee, verkaufen tun wir die nicht. Wir rekapitulieren. Seht ihr, wie wir das machen? Rekapitulieren, meine Freunde. Schön haben wir das gemacht. Wir haben die Situation genutzt. Naja, vielleicht haben wir die ein bisschen verkauft. Aber die, den töte ich jetzt noch, oder? Den Baummann? Den jage ich. Guten Tag, Mr. Baum. Hä, das ist gar nicht der Baummann. Komm ich da. Das ist der Baum. Hä, wie viele Bäume gibt es denn hier? Ich habe noch Protowelt. In dein. Ah, oh, was? Viel zu spät. Hä, hey, was ist denn das für eine Aktion? Was ist das für eine Aktion? Later. Wap, swap, swap. Na, okay. Ich habe jetzt gleich erst leider eine Aldi-Mate. Eine Aldi-Mate. Aldi-Medium Leviosa. Guck mal, und jetzt haben wir auch Rabadonien. Ja, doch, haben wir. Fertig, schön. Hier für dich. Ah, schade. Ja, ich glaube, wir müssen hier raus, Leute. Das schaffen wir nicht mehr. Das ist ein Backout. Ein Backout ist es hier. Gut, sieht aber gar nicht schlecht aus bisher, würde ich sagen. Ne, Rabadons? So. Naja, hier ist jetzt, have you at least noticed that Kane is trolling? Yes, but did you flame him? Das ist ja die Frage. Ne, weil wenn man geflamed wird, dann ist man halt auch selber schuld, dass andere Leute dann irgendwie störrisch werden, ne? Also ich denke mal, dass wahrscheinlich die Leute gesagt haben, ne, sie geflamed haben sie ihn definitiv. Ich habe ja schon Jungle Differenz und sowas hier im Chat gelesen. Ne? Und wenn das der Fall ist, dann. Ne, er kann jetzt dann Nope sagen, aber sie haben ihn auf jeden Fall geflamed. So. Wir haben 600 AP. Das ist cool. Vielleicht können wir eine Trap mal machen, Leute. Pass auf, der kommt mir jetzt direkt entgegen. Jetzt! Fast. Also solche Ults wird es auch immer bei mir geben, weil das sind einfach Ults, die sind worth. Lol. solche Ults, die sind einfach worth, weil ich hab's eh gleich, wenn es gleich wieder rund geht, habe ich es eh wieder ready und es hätte ein Kill werden können. Hätte. Selbst wenn die Chance nur bei 3% gelegen hätte, hätte ich sie gemacht, die Ult. Weil wenn es jetzt hier losgeht, habe ich es ready. Ne? Wir könnten auch für Drake gehen, aber. Also müssen wir jetzt gucken. Entweder Drake oder Enten. Eins von beiden. Okay, der stirbt gebaut. Okay, das ist Kane, der ist tot. Wir machen eine gute Ultimate. Hier. Da. Nein, aber den töten wir nicht. So machen wir das. So machen wir das. So machen wir das. So machen wir das. Und jetzt machen wir so. Jetzt machen wir gar nichts mehr. Und ja, schön. Wie sieht es gerade aus? 2-2, gar nicht so gut eigentlich. Leute, sollen wir Drache machen? Wie wäre das? Irgendwie hat das hier wieder Hand. Wobei, ich hätte noch ein. Ich hätte eine Counter-Rehabilitation. Jetzt lauf. Ah, okay. Naja, ja. Leute, wir sollten einfach Drache machen, ey. Ich hab doch. Ja. Ich dachte, vielleicht können wir enden, aber Drache ist halt doch das Bessere gewesen. Wobei wir natürlich jetzt auch die Inhibs offen hatten. Aber, ja. Jetzt ist Drache der Seelendrache. Kackendreck. Kackenspleck. Alle tot. Vielleicht kann Senna, aber ich glaube. Ah! Oh! Wow! Okay, nevermind. Nevermind. Es war fein. Ich bin wach. Ja, schön. Schön. Gucken wir mal, was das an Punkte macht. Den honorieren wir hier. Ja, nice. Wir sind jetzt endlich in unserer Aktualisierung, Serienaktualisierung.
Ja, die Gegner waren aber im Schnitt schon, das war nur Gold 1, aber ich spiele mit jemandem zusammen, der ist Platin 2 oder 1. Das heißt, die Gegner waren so im Schnitt Platin 3. Deswegen habe ich, glaube ich, auch ganz gute Punkte bekommen. Schaden war okay. Es war ein nettes Game. Es war ein nettes Game. Ich hoffe, es hat euch aufgefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Auf Wiedersehen. Und tschüss.